Folge hier von Gewürzt. Jo. Zuallererst wollte ich sagen, falls die Frage kommt, ey, warum haben wir heute keinen Bus Nummer 18? Das ist doch gerade jetzt zu laut. Warte mal, Leute. Also, das klingt für mich sehr laut jetzt gerade. Mal Leute, vielleicht so. Ja, ich denke, so muss es gehen. Und zwar Leute, falls ihr euch fragt so hin und her, warum ich jetzt kein Bushammerplatz 2018 bringe, ganz einfach Grund. Ich habe gesehen, es wurde, einer hat es gesehen, das ist gut. Finde ich toll, wenn das so ist. Ich möchte nicht jeden Tag den Bus Simulator 18 bringen, zudem ist es ein bisschen aufwendiger mit allem drum und dran, was aber für mich eigentlich kein Problem ist. Die Hauptsache ist, die Zuschauer müssen sich erstmal die ersten ein, zwei Videos angucken. Die stoßen dann auf einmal drauf, denken sich so, oh, ah, neues Spiel, cool. Und wenn ich jetzt jeden Tag so bringe, dann können sie auf einmal ein Video vor, also, keine Ahnung, Da gucken sie sich erst das eine Video an und das andere, das erste, keine Ahnung, wird dann einfach nicht angeguckt oder so. Und ich möchte das ein bisschen so verhindern, sodass man in einer Art dazu gezwungen wird, die anderen zu sehen. Ich weiß, das hört sich dumm an, aber es hat aber auch was damit zu tun, dass es ein bisschen aufwendiger ist, das Ganze herzurichten, die Aufnahmen zu starten, einen Bus-Simulator zum Laufen zu kriegen, was jetzt eigentlich nicht das Problem an der ganzen Geschichte ist. Das ist ein guter Simulator und den spiele ich auch weiterhin. Den 21er hole ich mir vielleicht. Das weiß ich nicht so ganz. Wir werden sehen. Aufgabentechnisch alles fertig. Also ich muss euch jetzt nicht erklären, wie was geht. Das kriegt ihr selber hin, ganz ehrlich. Das ist so. Da ist jetzt nichts irgendwie, wo ihr traurig verzweifeln müsst oder so. Macht's ja am besten Gruppenkeil und dann läuft das alles. Ich für meinen Teil gehe jetzt erstmal hier hin. Ich denke, da bin ich jetzt gerade am besten auf. Mal gucken, wie lang das heute wird. Wir haben heute Sonntag. Also, ich nehme wirklich am selben Tag dann auf und lade es auch eigentlich am selben Tag hoch, was aber eigentlich egal ist. Und ja. Ich wollte so kurz gesagt haben. Ich nutze, weil ich habe auch mal mitbekommen, dass andere OBS nutzen. Habe ich auch versucht, nur bei mir ist es irgendwie ein bisschen problematischer, so das zu nutzen. Deswegen nehme ich von Nvidia das Programm. Das zeigt mir alle Spiele an, so was ich habe. Das ist auch einfach drauf schon gewesen, also das ist jetzt nichts, ist kostenlos und das Ding nimmt auch auf und man kann viele Einstellungen machen. Also kann ich auch nur weiterempfehlen, das Programm von Nvidia Experience. Die haben auch noch für Facecam so ein Tracker auch voll schön gemacht. Habe ich versucht bei mir, geht aber glaube ich nicht. Habe mal Testaufnahmen gemacht, die ich natürlich nicht veröffentlichen werde, weil ich habe eine Kamera, ich kann Face Review alles machen. Im Moment in der Zeit gerade so ist es jetzt nichts, wo ich sage, ja, das ist jetzt Zwang oder so weit. Oder muss, weil das, was ich hier an Content bringt, das ist jetzt nicht wichtig. Was zum? Okay. Ja, ja. Was ist mit dir los? Ach nö. Was zum? Das ist nicht. Ach nö. Nee. Den Skin habe ich übrigens auch. Der war auch low hier. Ist aber genau das, was ich meine. Sobald ich in einem Match bin,
geht der Ping oder die FPS sowas von runter und ich kann euch nicht sagen warum, aber es nervt ein bisschen. Ich lebe damit, aber es ist halt ein bisschen nervig, muss man halt wirklich sagen an der Stelle. Was ihr aber nicht merkt, ist, wenn mal FPS verloren geht. Das heißt, für mich müsste es überflüssig sein, weil alles auf 30 FPS gedrosselt ist, aber das macht für euch nichts aus. So ich das weiß, nee. Ich selber auch mal, guck ja auch selber manchmal ein paar Videos hier ran. Und da ist alles auf 30 FPS runtergedrosselt, das sieht man nicht. Das ist super. Deswegen müsstet ihr sowas auch nicht sehen können, wenn bei mir leckt. Wenn es mal stockt, dann ja, weil das geht über eine Sekunde dann. Ja, einfach noch eine Runde. Ich meine, wir haben ja Zeit und später spiele ich sogar noch Bus 18. Naja. Ich kam so auf den Trichter wegen Kalle, der hat das, der spielt es auch und ich finde es so lustig, wie er das macht. Aber es ist auch, ist ein guter Simulator, muss man sagen. Die DLC-Fahrzeuge sind auch ganz gut, aber viele sind sehr verbuggt oder halt, ja, so ganz komisch. Am meisten die Gelenkbüsse sind ganz schlimm. Und das ist ein bisschen traurig, aber was will man dagegen machen? So. Das ist jetzt die letzte Runde für heute. Hoffen wir, dass sie nicht schnell endet. Na, eigentlich ist so besser sogar. Wenn wir es so machen, so machen. Wo bist du? Jo, ich gehe gerade richtig los. Jo. Einfach nicht fragen. Einfach nicht fragen, wie ich jetzt lebe noch. Haben wir noch? Ist immer gut. Ja, ich möchte jetzt ungern Medikit hier. Also das verschwenden. Ja, schon sehr Sachen. Stimmt, das ist jetzt auch das Infanteriegewehr. Kann ich die Stats bitte sehen? Ah, hier. Schaden 38, Schaden. Also, Schaden 39, Schaden 38, Schaden 38. Das ist einfach nur eine Pistole in dem Sinn, okay. Ah, nee, brauche ich jetzt nicht. Schneller rum. Da ist irgendwie fast nie ein Tresor. Habe ich selten erlebt, dass da ein Tresor ist. Aber sie sind da. Und damit echt Aggressionsproblem. Ah ja, stimmt, die Flagge gibt es jetzt auch noch. Kann ich dich? Es war halt jetzt gerade nur Luck, dass ich das geschafft habe, die Leute da zu killen. Sonst vergessen. Vergessen, genau, vor allem vergessen. Das ganz vergessen, sowas. Gut. Man kann ja auch schön aus dem ASMR bringen. Ich kenne ein, oder ich guck da manchmal ein. So
Spaß ist halber, muss ich aber auch zugeben. Manchmal auch ernst, aber meistens so ein bisschen auch Spaß. Der macht so fast alles mehr und so. Ist nicht meine Welt so. Aber ist schon ganz. Kann man sich geben, wenn man. Ja, er macht es gut. Ich kann nicht so schnell das Zeug machen. Ich weiß, dass hier Gegner ist. Würde ich gerne am Boden sein. Bot, Junge, was ist das? Und ich bin auch ein Bot. Mein Gott. Oh nein. Von jemand anderem Kopfgeld gemacht. Ganz blöd sowas ist. Oh nein, da hinten ist auch noch ein Gegner. Come on, dude. Könnte ich dich... Oh Gott, das wird so scheiße. No, das wird doch nicht... Oh mein Gott, als ob. The hell? What? Ich hab den einfach gekillt. Jetzt muss er aber gleich los. Dafür lege ich meine Pistole hin. Und krieg noch ein paar Minis. Schön schnell beeilen. Sonderlich nicht viel Zeit. Und den Typ habe ich. Auf eine Art kaputt gemacht. Naja. Ob das jetzt so toll war. Aber mein Gott. Der hat mich was gehabt. Vielleicht noch kurz einen Abstecher dahin. Mal gucken. Was mir die Zeit erlaubt. Immer gut, wenn ich das mache. Immer alles nachladen. Sicherheitshalber, man weiß nie, wer da alles drin ist. Oh Gott. Aua. Gut, wir... ist egal mit dem Haustür. Wenn da jetzt einer drin war, dann hat der ein oder anderen schon erlitten, aber da war scheinbar keiner. Man weiß es aber nicht, das muss ich zugeben. Wir haben jetzt für ein HP das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Was ist mit dem los? Ich hab High Ground, Junge. Und tschüss. Manieren sind da, um aus jemandem einen Menschen zu machen. Ich glaube, so war der Spruch. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Das ist ein Auto, mit dem könnte ich schön wegfahren. Ja.
Ist aber schon mal eine gute Quote, 5 Leute gekillt. Ich spiele auch ab und an Fortnite, damit ich mich, damit ich das nicht verlerne, das Spielen so an sich, weil ich ja am Anfang gerade schlecht und das möchte ich natürlich nicht weiterführen, so. Also, möchte ich nicht nochmal zurückkehren. Ach komm. Come on. Lassen wir den seinen Spaß, soll er versuchen, mich noch zu finden, so wie ich das weiß. Hat er mich entweder verloren oder weiß der genau, wo ich bin. Eins der Details wäre sehr gut, das andere wäre sehr schlecht. Ihr könnt euch schon vorstellen, was ich meine. Es ist natürlich gefährlicher, umso mehr Kämpfe ich jetzt mache, umso auffälliger wird es halt, weil die Leute sind halt näher und die sehen halt schneller. Oh mein Gott. Was hier alles passiert und das ist halt nicht so gut und das ist gar nicht gut. Mal hier zubauen. Checken, okay, ja. Hier war einer. Sehr blöd. Kann natürlich echt nichts Gutes heißt eigentlich. Komme ich da hoch? Oh mein Gott, das hat er absichtlich gemacht, damit man auch. Ja, da ist einer. Den lassen wir jetzt mal schön. Wir sind in der Zone und das ist auch gut so. Ich baue mir hier mal einen kleinen Abteil. Naja, egal. Und tschüss. Genau das meine ich mit, dass es gefährlich jetzt ist, hier rumzuschießen etc. Ganz blöd. Sicher. Spaß draus zu machen. Junge. Da ist einer. Da oben ist einer. Leute, mein Gott, Platz 12. Naja, würde ich hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert, kommentiert, wir sehen uns dann damit morgen. Also, tschüss.